So, herzlich willkommen zusammen bei unserem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man ein Messer schleift und es wieder anständig herrichtet, wenn es kleine Löcher hat oder beziehungsweise an der Klinge ein bisschen kaputt ist oder die Spitze abgebrochen ist. Solche Sachen kann man alles wunderbar mit so einem Schleifstein machen. Den muss man einmal über Nacht erst einweichen in Wasser, damit er sich komplett vollsaugt. Und dann kann man damit eigentlich jedes gute Messer damit schleifen. Also wie schon vorher erwähnt, man braucht dazu so einen Schleifstein, den man erst in Wasser einweicht über Nacht. Dann hat man so eine Schleifmatte meistens dabei. Da füllt man ein bisschen Wasser rein, damit einfach der Stein sich dauerhaft nicht trocknet. Dann nimmt man einen Lappen und damit kann man den Stein dann immer wieder nass machen, wenn man nämlich vom Schleifen das Wasser nämlich runter geht. Ich baue mir immer hier so eine kleine Station auf mit dem Lappen, mit dem Schleifstein, dass es alles stabil steht. Am besten am Wasserhahn, weil da sowieso schon Wasser ist. Und dann kann es eigentlich losgehen. Bei dem Messer sieht man jetzt ganz gut, es hat leichte Verrostungen und auch hier vom Schleifen mit der Hand ein paar Macken. Die Spitze ist nicht mehr so schön. Da gehe ich jetzt erst hin mit so einem 1000er Wasserschleifpapier. Und damit kann man jetzt erstmal den Rost entfernen überall. Und jetzt sieht man schon, dass die kleinen Rostflecken sind alle weg. Und jetzt können wir uns an Schleifen machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Messer schleifen kann. Die meisten meiner Messer sind von einer Seite geschliffen. Das sieht man bei dem Messer ganz gut. Das hat hier eine relativ dicke Kante und hier ist es flach. Wenn man von der Seite guckt, da sieht man, dass es dann von einer Seite stark geschliffen wurde und von der anderen Seite so geblieben ist. Im Endeffekt ein bisschen wie eine Rasierklinge. Rasierklingen sind auch immer von einer Seite geschliffen. Dadurch sind sie halt extrem scharf und derjenige, der das Messer benutzt, der muss schon ein bisschen Fingerfertigkeit haben, sodass er einfach nicht sich irgendwie in den Finger schneidet, weil die Messer sind so extrem schärfer dadurch. Bei dem Messer ist es so, das ist von beiden Seiten geschliffen. Das ist so ein Alltagsmesser, das benutze ich für alles, auch wenn es mal schnell gehen soll. Und am besten fängt man mit der kleinen, sieht man es besser. Das ist ein 4000er, 1000er Stein. Am besten fängt man erst mit der rauen Seite an, also die 1000er Seite. Und dann zum Abziehen nachher, wenn es wirklich um die Schärfe geht, kann man dann mit der 4000er hergehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch das dann zu schleifen. Entweder man geht her, die Japaner schleifen das immer von einer Seite in einer Art Kreis oder in einer Acht. Dann drehen sie das Messer um und machen das Gleiche dann nochmal. Man kann aber auch hergehen und kann so die eine Seite schleifen und dann die andere Seite. Oder man dreht die ganze Geschichte quer. Das ist für Anfänger meistens am besten. Setzt das Messer hier oben an, hebt das Messer hier fest mit dem Finger und hier oben auch und fängt dann an, einmal das Messer durchzuziehen. Und geht dann von der anderen Seite wieder so rüber. Und so macht man das 30, 40 Mal. Achso, vom Winkel. Also wenn man das Messer auflegt, dann guckt man, dass man 45 Grad, 35 Grad in dem Verhältnis ungefähr das Messer schleift. Das ist einfach auch so eine eigene, ja, da muss man sich selber auch so ein bisschen reinfinden, einfach in die ganze Thematik. Deswegen sagt man auch normalerweise, das Messer schleift man immer selber. Also man schleift nicht das Messer für jemand anders und jemand anders schleift auch sein eigenes Messer nicht. Weil jedes Messer nach einer gewissen Zeit einfach seinen eigenen Schliff hat. Und es kommt auch nicht immer unbedingt dran, wie extrem man den Grad hält, sondern es geht einfach auf die Dauer an, wie sauber man das einfach dann durchzieht, dass das Messer von oben bis unten auch sauber geschliffen wird und nicht in der Mitte dann stumpf ist. Aber das zeige ich dann euch nachher, wenn wir dann das Testen des Messers, ob es wirklich scharf ist. Wichtig ist bloß, dass man nicht irgendwie in so einem großen Winkel das Messer schleift, sondern wirklich guckt, dass man hier in diesem Bereich sich befindet. Man sieht es meistens auch schon von der Schneide vom Messer. Da ist ja schon ein gewisser Winkel immer vorgegeben.
Und wenn man sich in diesem Winkel befindet, dann merkt man das auch. Dann läuft das Messer auch sauber über den Stein drüber. Was man dann sieht nach einer Weile ist, dass der Stein einfach ein bisschen verfärbt ist, hat schon vom Messer einiges runtergenommen. Dann kann man mit seinem Lappen hier drauf gehen und quasi den Stein wieder sauber machen. Und dann sieht man auch, wie schon leichte, feine Metallspäne quasi im Wasser schwimmen. Und der Wasserfilm, der auf dem Stein ist, der ist quasi der Gleiter und der macht das Messer dann scharf. Ich habe das ja schon ein bisschen öfters gemacht, deswegen gehe ich immer her, ziehe das Messer ungefähr so 15, 20 Mal hier ab, gehe dann auf die andere Seite, ziehe das Messer dann 15, 20 Mal hier ab. Und wenn man das so ein bisschen raus hat, dann kann man auch wirklich den Stein komplett nutzen. Man kann auch mal nur den vorderen Teil ein bisschen schärfen, je nachdem, wo man sieht, wo eine Kante drin ist. Hier sieht man es jetzt ganz gut, ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera erkennen kann. Hier vorne. All das ist jetzt so eine Riefe drin quasi. Sonst sieht das Messer im hinteren Teil gut aus. Ich will bloß diese Riefe hier vorne weg haben. Also muss ich mich auch ein bisschen auf den vorderen Teil, sage ich mal, ein bisschen konzentrieren. Also kann ich hier vorne auch erstmal hergehen und nur vorne machen. Ab und zu immer wieder mal das ganze Messer abziehen. Sonst gibt es einfach auch eine komische Abrundung oder man hat eine Kante in der Mitte. Das ist auch nicht gut. Hier kann man ganz gut erkennen, wie hier quasi das Material abgetragen wird und auch hier auf dem Messer, wie schwarz quasi da ganz fein das Messer geschliffen wird. Und je nachdem, wie tief die Kante ist, kann man da auch mal schon eine halbe Stunde dran schleifen, bis es quasi wieder glatt ist. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Umso öfter man das halt macht, umso schneller geht's. Und die Japaner machen das jeden Tag. Bevor sie anfangen zu arbeiten, schleifen erstmal eine Stunde lang ihr Messer und dann geht's los. Also jetzt kann man es schon sehen, jetzt ist jetzt quasi die Kante ist draußen. Vielleicht noch minimal drin, aber wenn wir jetzt hergehen, unseren Stein umdrehen und von der feinen Seite schleifen, dann geht der Rest weg. Also wenn man solche Steakmesser hat, die so eine Rillung drin haben, die kann man damit nicht schleifen. Die könnte man damit schon schleifen, wenn man hingeht und jede einzelne Kerbe abzieht. Aber das macht keiner. Das macht auch keinen Sinn. Die kann man zum einem Schleifer bringen, zum Messerschleifer. Der macht es wieder anständig. Der guckt auch wieder, dass die ganzen Rillen scharf sind und auch spitz. Und wenn man dann zum Beispiel, sag ich mal, billigere Messer hat, wie so ein billigeres Hackbeil, sag ich mal, und da habe ich jetzt schon mehrmals damit gehackt und da hat sich jetzt einfach auch schon das ganze Messer verbogen. Das werdet ihr auch kaum rauskriegen. Also da muss man das schon, also man kriegt es schon raus, aber dann steht ihr stundenlang davor und schleift euch da einen ab. Wenn ihr das aber zu einem Messerschleifer gibt, der macht es an einem Schleifbock. Da geht es ein, zwei Mal abziehen und dann ist es schon wieder geschliffen. Wenn man so, ich sage jetzt mal, IKEA-Messer hat, die so eine ganz, ganz feine Riffelung auch haben, das funktioniert dann damit auch nicht. Also grundsätzlich braucht man einfach ein Messer, das eine saubere Klinge hat, das, sage ich jetzt mal, vielleicht aufwärts von 50 Euro kostet. Das sind so Messer, wo sich das auch wirklich lohnt, einen Schleifstein zu kaufen, weil so ein Schleifstein ist auch nicht unbedingt billig. Hebt zwar wirklich lange, allerdings einfach bei günstigeren Messern lohnt sich das dann vom Aufwand her nicht und auch teilweise sind die dann auch vielleicht beschichtet noch zusätzlich, dann macht man die Beschichtung kaputt und bei hochwertigen Messern, also ich sage ab 50 Euro, da lohnt sich das dann auch wirklich. So, und jetzt bin ich eigentlich schon recht zufrieden damit. Was man jetzt noch manchmal machen kann, ist, man nimmt sich eine Tischkante, stellt das Messer hier auf und dann sieht man, wenn man ein Auge zumacht, ob es irgendwo noch Licht durchscheinen lässt. An einer kleinen Rille oder so. Hier sieht man zum Beispiel jetzt, wenn man ganz genau hinschaut, da sitzt das Messer in dem Bereich, setzt das Messer auf. Dann ist hier ein kurzer Bereich, wo man Licht durchscheinen sieht. Und das kommt davon, wenn man das an einem Wettstahl schärft, das Messer, dann zieht man das nicht immer so extrem sauber ab, sondern da muss es schnell gehen. Und diese kleinen Fehler oder Korrekturen
fallen einem erst auf, wenn man zum Beispiel Schnittlauch schneidet, dann schneidet es nicht den Schnittlauchhalm nicht ganz durch. Dann hat man teilweise so Fäden drin, die nicht ganz sauber durchgeschnitten sind. Und das liegt dann an solchen Sachen. Und dann kann man halt wieder hergehen und wieder an der Stelle so lang schleifen, manchmal sind es auch einfach nur ein, zwei Hiebe, die man dann zu viel hat. Genau, jetzt ist es schon, jetzt, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber jetzt ist quasi der Hobel ist weg. Das Messer hat wieder seine natürliche Abrollbewegung. Natürlich macht es einen Messerschmied an einem Messer, also an einem Schleifblock, wesentlich intensiver und kann dir das wirklich ganz genau wieder rausholen. Das ist wirklich was, wenn man sagt, ich fange damit mal an, ich habe ein altes Messer zu Hause, damit probiere ich mal aus, schleife mal da ein bisschen rum und gehe dann irgendwann her und versuche meine eigenen Messer dann wieder hinzukriegen. Man kann auch wunderbar die Ecke wieder her zurückholen, wenn das Messer mal runtergefallen ist und die Ecke weggebrochen ist. Man schleift halt so lange, bis das Messer wieder rund ist oder spitz, so wie man es haben will. Bei dem Messer zum Beispiel, da sieht man es ganz gut, hier war mal eine Spitze dran, eine wirkliche Spitze. Jetzt ist es mehr so eine abgerundete Ecke, die abgebrochen ist. Das versuchen wir jetzt gleich dann auch noch wieder spitz zu machen und das komplette Messer auch wieder riefenfrei, kann man eigentlich sagen. Wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt, dann sieht man das, merkt man das ganz gut, wo eine Riefe drin ist. Und das ist dann im Endeffekt wie so ein, wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, wie so ein Brotmesser. Das hat ganz viele Riffeln drin und das macht dann auch keinen Spaß, mit dem zu arbeiten. Wenn man das Messer mit dem Wetzstahl schleift, also quasi, wenn es schnell gehen soll, dann geht man ja her und schleift es sich hier nochmal scharf für den Moment. Und dann kann es sein, dass man hier anfängt, das Messer anzusetzen, hochzieht. Und dann ist dieser Bereich, wird dann einfach schon zu arg geschliffen und man fängt nicht ganz hier an. Und durch dieses schnelle, mal geschwind das Messer abziehen, kann das einfach passieren, dass man dann, wenn man das Messer aufsetzt, nicht ganz an der Stelle runtergeht, hier quasi ein kleiner Spalt entsteht und durch diesen Spalt kann man dann Schnittlauch oder Kräuter nicht ganz durchschneiden und dieses ergibt dann einen Faden oder das Schnittlauch wird einfach nicht schön geschnitten. Und deswegen sollte man es am besten immer wieder ab und zu mit dem Stein schleifen, damit man diese Sachen rauskriegt. Heißt, man fängt an mit der Tausender-Seite, mit der grünen, geht dann auf die weiße, auf die 4000er-Seite. Und wenn das Messer dann vom Block her scharf abgezogen ist, sodass man merkt, okay, es ist scharf, kann man nochmal hergehen, kann sich seinen Stahl dann nehmen. Das ist jetzt ein Diamantstahl. Da gibt es etliche verschiedene Stähle von Keramik, Diamant, normaler Stahl, da müsst ihr euch in einem Fachgeschäft beraten lassen. Es ist auch immer wichtig, den richtigen Stahl fürs richtige Messer zu haben. Da, wenn man das Messer kauft, sollte man sich auch dann entscheiden, einen Stahl zu kaufen, genauso wie einen Stein, weil es einfach da auch verschiedene Härtegrade gibt, je nachdem, welcher Stahl verwendet wurde vom Messer. Gibt es da verschiedene Steine von den verschiedenen Härtengraden. Es gibt auch 2000er, 3000er, 4000er, 5000er, also da kann man, da gibt es eine ganz, ganz große Range an Steinen für jedes Messer ganz unterschiedlich. Also am besten in ein Fachgeschäft gehen und sich da von einem wirklichen Messerschmied beraten lassen. Wenn man das Messer jetzt nun geschliffen hat auf dem Stein und es möchte man nochmal ein bisschen veredeln, dann kann man nochmal hergehen. In dem Fall jetzt ist es ein Diamantstahl. Das Messer einmal nochmal richtig schön abziehen. Und ein Profi würde jetzt hergehen und es sogar nochmal mit einem Lederriemen abziehen und dann wäre das Rasiermesser scharf. So, und dann geht man her und will natürlich wissen, ist das Messer scharf? Im schlechtesten Fall nimmt man einen Karton, weil ein Karton macht das Messer schon wieder stumpf, aber man setzt an, zieht runter und dann weiß man, es ist scharf eigentlich. Oder man geht her, hat ein Styropor, setzt an, zieht es durch. Geht auch easy durch. Man kann auch hergehen und einen Lappen nehmen. Mit dem Lappen ist immer ein bisschen tricky, den stecke ich dann immer so rein. Zack. Und ja, ein stumpfes Messer kann das nicht. Das alles so easy durchschneiden.
Das heißt quasi, dieses Messer ist schon scharf. Jetzt haben wir vielleicht mal das Worst-Case-Szenario, dass wir keinen Stein haben, keinen Wettstahl, aber ein stumpfes Messer. Was machen wir dann? Dann zeige ich euch jetzt einen Trick, den man sogar in eigentlich fast jeder WG findet, die Sache, wo man das Messer schleifen kann. Sogar, wo wir auf unserer Reise waren, auf unserer großen, da haben wir auch ich hatte keinen Wettstahl dabei und auch keinen Stein. Da kann ich euch dann zeigen, wie man das anders macht. Da hole ich das geschwind her. So, und zwar kann man auch die Teller mit einem, und zwar kann man auch die Messer mit einem Teller schleifen. Hört sich jetzt crazy an, aber jeder Teller, jeder Porzellanteller oder Graphitteller hat hier unten quasi seine raue Seite. Bisschen scratchen. Und damit kann man auch sein Messer schleifen. Es gibt sogar ein, zwei Sterne-Restaurants, da haben die Jungs das eine Zeit lang gemacht. Und dann gab es immer Ärger, weil wenn die Teller ausgesetzt wurden, quasi vom Tisch, hatte man dann ein... Oh Gott, ist der dreckig. Sorry. Bla 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 bla. Es gibt sogar Sterne-Restaurants, wo die Leute hingekommen, gegangen sind, die Köche, und haben angefangen, ihre Messer auf den Tellern zu schleifen, auf denen sie dann auch angerichtet haben danach. Der Nachteil ist bloß, wenn man das Messer hier drauf schleift, entsteht wie auch hier ein schwarzer Film. Und wenn man natürlich den Teller auf einer Tischdecke dann hinstellt und danach wieder wegnimmt, ist natürlich auf der Tischdecke ein schwarzer Ring. Deswegen sollte man den Teller, nachdem man diese Messerschleifaktion mit dem Teller gemacht hat, auch sauber machen. Weil sonst gibt es Ärger von der Mama oder vom Papa oder von der Freundin oder man hat halt einen riesengroßen Dreckfleck auf seiner Tischdecke. Funktioniert im Endeffekt genau gleich. Ich gehe jetzt einfach mal her, lege jetzt einfach mal schon hier ein Tuch hin, dass es nicht so rutscht. Dann zeige ich euch jetzt vorher einmal, dass das Messer stumpf ist. Also ihr seht, im Gegensatz zu dem Schnitt von vorher, hier ist es quasi sauber durchgegangen, ohne irgendwelche Riefen. Und hier hat man quasi schon ein echt schlechtes Schnittbild. Auch wenn man ansetzt, man sieht das Messer, das geht. Da braucht man gar keinen Tomatentest machen, das ist einfach stumpf. So. Da ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Man muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil das Messer natürlich jetzt hier kippeln kann. Eine ideale Geschichte ist es nicht. Die Haltedauer dieser Klinge dann auch ist nicht so lange. Also das ist schon intensiver, wenn man das mit so einem Stein macht oder von einem Profi machen lässt. Aber wenn man halt im Moment nichts da hat, dann muss man das halt auch mal so machen, ohne die Tomate zu zerquetschen. Das heißt, man geht einfach her und macht einfach, wie beim Stein auch, den hier. Und von der anderen Seite auch. Dann sieht man auch hier schon auf dem Teller, wie sich auch wie vorher auf dem Stein hier quasi schon die Reste angesammelt haben vom Messer. Hier sieht's, so sieht es quasi original aus, der Teller. Und das ist quasi dann der Schmutz, der dann hier dann, beziehungsweise Messerreste. Es dauert alles wesentlich länger mit dieser Methode. Dann ist es natürlich auch von Teller zu Teller unterschiedlich. Die Mama freut sich, wenn ihr das mit dem teuersten Porzellan macht, weil da geht es am besten damit. Ja, hört ihr? Das ist schon ein Riesenunterschied. Das ist einfach ein bisschen feiner schon hier. Und das hier ist viel härter. Also das ist, da geht viel mehr runter. Man könnte jetzt sogar fast sagen, dieser Teller hat jetzt einen 4000er und dieser Teller ist ein 1000er. Und so kann man sogar auch mit dem Teller die verschiedenen Grade des
Schleifsteins sogar herkriegen. Es funktioniert, aber es ist nicht ideal, es ist wirklich nur eine Notlösung, man kann es so machen. Ich schleife das Messer aber jetzt einmal komplett mit dem Stein. Also es benötigt wesentlich länger Zeit, man schleift eine Weile. Wenn das Messer grundsätzlich ganz stumpf ist, dann schleift man sich da wirklich einen Wolf. Aber es funktioniert, also wenn es wirklich darum geht, nochmal ein bisschen das nachzuschleifen. Ich habe es jetzt, ja, es ist nicht ganz ideal, aber es ist auf jeden Fall besser wie vorher. Ihr seht ja, der Schnitt ist wesentlich besser wie das hier, wo es alles rausgerissen wurde. Ich gehe jetzt nochmal her und schleife das Messer noch auf dem Stein, weil ich natürlich ein ganz scharfes Messer haben will. Aber es ist wirklich mal was anderes, man kann es ausprobieren, wenn man nichts da hat und ein scharfes Messer braucht. So, nun haben wir das Messer geschliffen. Ich würde euch einfach empfehlen, probiert es einfach mal aus. Nehmt ein stumpfes Messer her von zu Hause, nehmt so einen Stein, nehmt einen Teller, probiert es einfach aus, die Messer wieder scharf zu kriegen. Und im Zweifel gibt es auch noch immer noch bei eurem Fachhändler bestimmt einen Schleifkurs, wenn man so teure Messer kauft. Da ist es wie mit allen anderen Sachen, da ist die Pflege einfach sehr wichtig. Umso mehr man die Messer pflegt, umso länger halten sie auch. Und zum Stein kann man noch abschließend sagen, wenn man das öfters macht, dann kann man den Stein auch sich in eine Tupperbox oder irgendwo schon mit Wasser reinmachen. Da muss man nicht extra schon einen Tag davor machen. Das macht auch nichts, wenn der mal ein, zwei Wochen in dem Wasser drin liegt. Man muss einfach auch einfach vielleicht das Wasser tauschen. Und ich habe das immer in so einem Einsatz drin und dann kann ich nämlich immer meine Messer dann schleifen, wenn ich es brauche. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn man das noch heute macht. Und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.